Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Schlecht spielen und gewinnen würde vielleicht uns auch mal ganz gut tun. Also jetzt fürs Wochenende gegen Aue im besten Fall, ja, mit allen 11 wieder auf dem Platz und dann ein gutes Spiel mit einem guten Ergebnis auf einem Freitagabend. Ich glaube, da würden sich sehr viele drüber freuen. Wir hatten auch in der Hinrunde eine kleine Durststrecke, wo wir ein paar Spiele nicht gewinnen konnten. Aus der Phase werden wir rauskommen, da bin ich mir ziemlich sicher und dafür werden wir hart arbeiten und kämpfen. Und es wird sich auf jeden Fall lohnen, denke ich. Die Entwicklung ist okay, die Ergebnisse sind nicht gut. Die Kritik ist auch dann entsprechend angemessen, sie hält uns wachsam, aber sie wird uns nicht von unserem Weg abbringen. Wenn wir am Freitagabend wieder alles auf den Platz bringen, mit der Unterstützung von außen alle Zuschauer dabei sind, ja, dann hilft es uns sicherlich und zahlt darauf ein, dass wir am Freitagabend als Sieger vom Platz gehen. Ich glaube, Aue ist eine Mannschaft, die sehr kompakt in ihren Reihen agiert. Wir müssen auch sehr kompakt stehen und dann aus den wenigen Möglichkeiten, die sich vielleicht dann ermöglichen, ein bisschen Kapital dann für uns dann schlagen. Wir wollen so schnell wie möglich einen Sieg einfahren und warum nicht weiterkommen.